So, ich bin wieder da. Es geht weiter daran, hier den Österreichern ihr Flugabwehrgeschütz wegzunehmen. Warum auch immer, denn unser Bruder müsste jetzt eigentlich in Sicherheit sein, außer er ist ganz schnell ins Flugzeug gestiegen. Und das tut man so als normaler Soldat nicht, denn entweder man ist Pilot oder man ist, nicht Pilot. Man steigt nicht einfach als normaler Soldat auf einmal ins Flugzeug und denkt, jo, ich kann jetzt Flugzeug fliegen auf einmal. Okay, auf die Entfernung ist vielleicht doch das MG-0815 ein bisschen besser. Das Leuchter, ist das ein Scheinwerfer? Oh, es ist ja grottig. Okay, wisst ihr was? Die Österreicher droppen so oft Matzendinger, ich möchte eins haben. Oh, steht sogar Matzen drauf. Die Österreicher sind eine der Nationen, die das Matzen gekauft haben. So, ich hoffe auch, ich konnte keinen Matzen einsammeln. Das hat nämlich ein bisschen mehr Power als das... Ist es eigentlich das oder die Hellriegel? Eigentlich müsste es da der Hellriegel sein, weil es ja eigentlich ein Riegel ist. Und was steht hier? Auch schon wieder ein Vickers? Ey, das sieht auch schon fast so aus wie so ein russisches Maxim-MG mit dieser Fahrlafette. Ich weiß gar nicht, hatten die Österreicher das Vickers in Gebrauch? Was Österreich-Ungarn angeht, so muss man auch sagen, dass die eigentlich mehrere verschiedene Armeen hatten. Das war ein Vielvölkerstaat. Und die österreichische Armee war anders ausgerüstet als die, als die ungarische Armee. Und wenn man das irgendwo sieht, halt immer diese Logos und so weiter, diese Flaggen. Und Österreich-Ungarn hatte noch nicht mal eine einheitliche Flagge. Und immer wenn man irgendwo Österreich-Ungarn in irgendwelchen Spielen so repräsentiert sieht, wird das meistens als ein Land dargestellt, was so gar nicht stimmt. Und die hatten noch nicht mal eine einheitliche Kriegsflagge. Und... Au. Ich tötete den letzten Mann, aber dann hörte ich etwas, das ich nie vergessen werde. Das sind Bomber, auch mit Matzen-MGs drauf. Visierten Matthäus Einheit unter mir an. Also tat ich das. Und sofort weiß man natürlich, wie man das Ding richtig bedient. Okay, ich glaube, das ist eine Nervstelle. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ja, ich habe den ganzen Vietcong alleine besiegt. Solche Stellen kann ich nicht leiden, wo man dann... Besonders hier in so einem historischen Szenario. Ja, ich habe alleine hier ganz alle platt gemacht. Ich weiß nicht, wer South Park guckt von euch, aber... Es gibt ja irgendwo... Einmal die Stelle, wo einer der Kinder ein Referat halten muss. Wäre unser Vormarsch zum Erliegen. Für die Schule. Und dann wird ihm von seinem Onkel erzählt, dass der Onkel ganz allein den ganzen Vietcong besiegt hat. Und daran erinnert mich das dann immer total. Okay, ich hatte das schwieriger in Erinnerung. Ich glaube, ich bin hier, als ich das erste Mal gemacht habe, total oft krepiert. Und zwar elendig. Okay, ich bin heiß geschossen. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Okay, jetzt wird's, glaube ich, schwierig. Also hielt ich die Stellung. Das war gut, dass das Ding nie Ladehemmungen hat. Die könnte... Okay, Ladehemmungen gibt's in dem Spiel sowieso nicht. Habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht, weil ich davon halte. Eigentlich... Ja, okay, jetzt bin ich wahrscheinlich tot oder... Nee, Moment. Ach so, ich habe hier ganz normal Leben. Nur noch 30. Warum krieg ich denn Schaden? Okay, ich darf nicht zulassen, dass die über mir sind. Okay, jetzt bin ich tot. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Ich stand allein gegen ein Geschwader feindlicher Bomber. Ja, darf ich ans Geschütz? Vom Himmel holen. Hallo? Neues Einsatzziel. Okay, ich darf nicht vorwärts, ich darf nicht klicken. Ah, dafür darf ich ranzoomen. Super. Ich glaube, ich bin hier irgendwo festgeglitscht oder so. Okay, ich kann zoomen. Springen kann ich nicht. Wir hatten keine Verstärkung. F, okay, da muss ich sowieso. Am Kontrollpunkt neu starten, ja. Oh, jetzt bin ich wieder richtig am Geschütz. Bomber. Musste sie alle vom Himmel holen. Okay, es ist gar nicht so viel, was man da reinballern muss. Aber ich glaube, ich muss immer nach vorne gucken, weil die immer von hier kommen. Okay, ich bin heiß geschossen. Wir hatten keine Verstärkung. Wären diese Männer gefallen, wäre unser Vormarsch zum Erliegen gekommen.
Und ich hätte Matteo verloren. Wer weiß nicht, dass er zufällig noch eine Kugel in den Kopf kriegt oder so. Nach den ersten Abschüssen nahmen sie mich natürlich aufs Korn. Aber ich musste Matteo beschützen. Also hielt ich die Stellung. Okay, die sind markiert, das heißt, die sind irgendwie so ein bisschen wichtiger als der Rest. Ich glaube, wenn man so drei geht, eigentlich ganz gut, aber jetzt bin ich schon wieder heiß geschossen. Wenn man so zwei Schuss und dann geht das eigentlich. Passabel. Jetzt geht es auch noch weiter. Jetzt kommen die, glaube ich, von der anderen Seite. Oder habe ich es geschafft? Warst du hinter deiner Panzerung immer noch sicher? Ah, natürlich, klar. Da kam nichts durch. Der Schlag kommt durch. Und wenn dich so eine 8mm Mauserkugel oder was trifft... Ach nee, die Italiener hatten ja gar keine 8mm Mauser. Die Italiener hatten, ich glaube, schönlicher Mannlauer. Ah, fällt mir gerade nicht ein. Mannlicher Schönauer. 6,5 mm oder so. Die hatten was Eigenes. Ich weiß es gerade nicht auswendig, dummerweise. Weil es auch heutzutage keine Rolle mehr spielt. In so einer Rüstung kann man nicht so schnell laufen, da bin ich mir relativ sicher. Und dass von den Kugeln man nicht ihn irgendwie eine Kugel an der Achselhöhle trifft oder am Hals oder sowas. Oder am Bein. Diese Rüstungen haben damals absolut nicht funktioniert, denn wenn sie funktioniert hätten, würde man sie heute auch noch benutzen. Denn wenn dieses magische Metall da wirklich sowas stoppen kann wie 8mm Mauser und größer, dann müsste sowas ja eigentlich auch kein größeres Problem mit den heutigen Kalibern haben. Sowas wie 7.62x39. Natürlich sind die schnellen Kugeln, also die Intermediate Cartridge, die wir heute haben, sowas wie 5.45x45, haben natürlich einen größeren Panzerdurchschlag, weil sie schneller und kleiner sind. Haben uns und sich selbst begraben. Oh Gott, Matteo. Ich musste ihn finden. Also ging ich runter in Oh, noch mehr Infanteriekampf, diesmal ohne. Okay, er hebt. Ah, Villa Perosa. Ohne Schulterstütze. In der Originalkonfiguration, wie sie in Flugzeugen eingesetzt wurde. Absolute Munitionsverschwendung, das Ding. Es hat übrigens die Magazine oben. Ich musste Matteo finden. Er konnte. Okay, 300 Schuss, das sind nicht viel in dem Ding. Das Ding hat übrigens deswegen die Magazine oben, damit man es leichter nachladen kann, wenn man es... Oh, Schleichmission. Wenn man es an ein Flugzeug montiert, habe ich sonst noch irgendwas? Okay, was ist das? Ist das eine Beretta? Oh, es ist... Okay. Du, mein Herr, sie gehen dahin. Ich glaube, es ist eine Beretta-Taschenpistole. Mit Taschenpistolen kenne ich mich auch nicht so gut aus. Beretta 1903. Sowas in der Richtung. Ja, ich werde es mir jetzt mal angucken. So. Ja, sowas in der Richtung. So, du hast du was verloren? Hast du was für mich? Ah ja, dann gucken wir mal, ob ich recht hatte. Es ist eine Beretta 1915. Ich behalte sie erstmal eine Weile. Finde die ganz praktisch hier im Graben. Obwohl ich glaube nicht, dass ich damit irgendeinen Vorteil habe. Berechnet das Spiel, wie lang Waffen sind? Ich guck mal. Nö. Denn manche Spiele gehen ja jetzt... Also,
begann ich mit dem ersten Ziel, das ich im Nebel sah. Verbündete in Hütten aber ich, verschanzt. Aber ich glaube, ich renne schneller. Ich musste sie retten. Denn viele, ich spiele ja gern so Hardcore-Shooter und sowas wie Rising Storm Vietnam, die gehen ja her und bestrafen einen dafür, wenn man zu lange Waffen wählt, dadurch, dass die Waffe deaktiviert wird, wenn man sich zu nah an eine Wand stellt. Wodurch dann so sehr lange Gewehre relativ unsinnig werden im Häuserkampf, was ich auch richtig finde. Womit dann so Pistolen und so weiter dann doch nochmal einen Vorteil haben. Okay, Feuergeschwindigkeit ist relativ gut. Schaden relativ gering. Das ist eine sogenannte Taschenpistole. Taschenpistolen waren damals so die sehr frühe Generation von Selbstladepistolen. Denn früher hatte man das meistens in etwa so, dass wenn man eine zuverlässige, gut funktionierende Waffe haben wollte, hatte man die Wahl, entweder einen Revolver zu nehmen. Der hatte dann relativ wenig Schuss, aber relativ, sagen wir mal, einen normalen Schaden. Okay, jetzt ist das Ding leer. Das heißt, ich hoffe, es wird mir gestattet, dass ich mich hier oben mal kurz nach der Waffe umgucke. Oder man hatte halt diese Westentaschenpistolen, die waren relativ klein, hatten mehr Munition, aber dafür nicht so viel Schaden. Das liegt daran, ich glaube, ich stamme hier unten irgendwas. Das liegt daran, dass eine Automatikpistole braucht einen verriegelten Verschluss und es hat lange gedauert, bis die ersten gut funktionierenden verriegelten Verschlüsse auf dem Markt waren. Und diese kleinen Westentaschenpistolen haben sehr kleine Kugeln und diese sehr kleinen Kugeln mit feindlichen Waffen. Die haben wir uns geschnappt und uns bereit gemacht. Gut, also übrigens, kleiner Funfact dazu, so Beutewaffen zu nehmen, ist auch nicht immer einfach, denn man weiß ja nicht automatisch, wie die funktionieren. Man weiß ja nicht, man hatte den Nachladedrill, hat man nicht geübt. Okay, habe ich noch, ja, oh. Bums. Ich wundere mich immer noch, warum das Ding sofort explodiert, wenn das Ding den Panzer berührt. Man hatte den Nachladedrill nicht drin. Wahrscheinlich passen die Magazine auch nicht in die eigene Ausrüstung. Oh, eine MP18. Ist übrigens realistisch. Später im Krieg wurden welche davon an Österreich-Ungarn ausgegeben. Allerdings natürlich nicht. Ach, schon wieder einer. Auch wieder im berühmten Tarnanstrich. Bunt. Bums. Ja, where denn? Außerdem weiß man ja nicht automatisch, wo die Sicherung weiter drin ist. Also muss man sagen, das war ja damals eine Welt ohne Internet. Wozu sollte zum Beispiel, woher soll ein Italiener wissen, wo zum Beispiel bei einer Hellregel die Sicherung ist, wenn ihm das keiner erklärt? Er kann natürlich gucken, dass er die findet. Und natürlich wird er die irgendwann finden. Aber einige Gewehre damals, zum Beispiel auch die Selbstlader, die waren ja mega kompliziert nachzuladen. Und die einfach als Beutewaffe zu nehmen, wäre wahrscheinlich nicht so einfach gewesen. Okay, das war meine Pistole von eben. Die ist verschwunden. Ich muss... Oh, geht das schnell. Aber jeder weiß, wenn sich ein Italiener einfach nur hinlegt, dann heilen alle seine Wunden. Ah, machen wir's denn. So, bin ich eigentlich mit den... Was wird denn hier von mir verlangt? Mir geht langsam die Munition aus. Oh, hier ist was. Eins, Matzen, Sturm. Ist das irgendwie besser? Wir hatten den Feind mit bloßer Willenskraft aufgehalten. Ja, es sieht genauso aus wie das andere. Sicher. Oder das andere war auch ein Sturm. War Matteo eigentlich auch in diesen Hütten? Nein. Die Männer sagten, seine Einheit wäre weiter vorgerückt. Okay, wo ist denn weiter vor? Ey, von da oben komm ich doch, oder? Suche Matteo. Okay, haben wir hier sonst noch was Interessantes? Aber ich könnte mal die Villa Perosa weiter einsetzen, obwohl deren Geschichte habe ich ja eigentlich schon soweit erklärt. Und zwar war das Ding ja einfach mal früher einfach eine Beisitzerwaffe für Flugzeuge. Und als die Flugzeuge dann coolere Sachen gekriegt haben, hat man die Dinger einfach an die Infanterie ausgeteilt, hat dann zwei Beine dran gemacht vorne und hat gesagt, ja, benutzt das mal einfach als zusätzliches MG auf Kurzentfernungen, um Grabensturm abzuwehren. Und das haben wir dann auch gemacht, allerdings sind die Soldaten natürlich nicht blöd und haben das Ding dann irgendwann um sein Zweibein erleichtert und haben das Ding dann einfach so aus der Hüfte abgeschossen. Das ist auch das, was ich hier habe. Angesichts der Dinge, die ich sah, Tesoro, musste ich mir immer wieder sagen, dass ich noch nicht tot war. Zum Beispiel? Vielleicht ist das ein Flammenwerfer? Überall Feuer. Irgendwann wurde die Villa Perosa dann auch
mit einem Frontgriff. Ich glaube, den habe ich hier auch ausgestattet und später dann auch noch mit einer Schulterstütze und konnte dadurch dann auch als Sturmwaffe verwendet werden. Meistens hat man die aber so eingesetzt, dass man nicht beide Läufe gleichzeitig abgefeuert hat, sondern man hat ist einfach hergegangen und hat einfach bei einem, bei einer Waffe, das sind ja eigentlich zwei Waffen aneinander, einfach entweder das Magazin nicht richtig reingesteckt oder den, oder die einfach nicht fertig geladen, dann hat man einfach nur die ganze Zeit den ersten Lauf abgefeuert und als der erste Lauf dann leer war, hat man dann den zweiten Lauf angefangen abzufeuern. Weil das Ding auch nicht so wirklich gut kontrollierbar ist. Und später hat man dann natürlich auch die Villa Perosa viele, also an der Villa Perosa ist auch im Feld sehr viel rumgebastelt worden. Zum Beispiel haben auch Soldaten halt die Villa Perosa auseinandergesägt und dann zwei Soldaten jeweils eine halbe Villa Perosa gegeben. Später wurde die Villa Perosa dann auch einzeln hergestellt, also die Beretta-Werke haben das gemacht. Und zwar haben die Beretta-Werke... Okay, der gilt schon als tot, wenn der sich so ein bisschen... wenn er so ein bisschen darum hampelt. Die Beretta-Werke haben dann viele Villa Perosen auch umgebaut und haben die auseinandergesägt, haben dann immer eine genommen, haben einer halt so einen Schaft verpasst und einen anderen Abzug und haben das Ganze dann als OVP verkauft. Also nicht als original verpackt, sondern das hieß OVP. Also die Waffe heißt einfach, ich muss mich mal irgendwo hinlegen, die Waffe heißt einfach Beretta OVP. Die ist auch so noch, ich glaube, bis weit in die, bis 1938 oder so weiter ist sie weiter hergestellt worden. Und später kam dann natürlich die Automatico, die dann natürlich keine Villa Perosa an sich mehr ist, sondern die hat einen anderen Verschluss. Und zwar, die Villa Perosa ist kein freier Masseverschluss, sondern verzögert durch so einen Hebel. Also die Kugelkraft muss nicht nur... Es gab zwei Wege in die Festung. Ich konnte durch die unterirdischen Stollen gehen oder mein Glück an der Rückseite versuchen. Na, ich gehe einfach mal hier rein. Ich hatte keine Rüstung mehr. Das war unmöglich. Das habe ich als... Ja, okay. Jetzt hier drin möchte ich natürlich eine Hellriegel haben. Da kam natürlich die Automatik, aber die Automatik ist auch absurd schnell. Was man dazu sagen muss, ist, dass die Italiener auch die Maschinenpistole immer so verstanden haben, dass sie halt diese hohe Feuergeschwindigkeit braucht, obwohl das eigentlich gar nicht mal so wichtig ist. Am besten hat man irgendwie sowas wie 700 bis 800 Schuss in die Minute. Das ist vollkommen ausreichend. Die Bergmann mit ihren, ich glaube, es sind... Ach, nicht Bergmann, sondern die MP18. Ist mit ihren, ich glaube, das sind 650 Schuss die Minute, schon ein bisschen zu langsam für eine Maschinenpistole. Ah, hier haben wir was. Was wir kriegen? Da, 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 da. Oh, ja, die besagte. Die besagte MP18. Mit Bajonett, eigentlich ahistorisch. Oh, wieder mit so einem Boxhorn, wie sie, oder wie das heißt. Ja, da kommt einer. Treppe runter anzugreifen, immer sehr kritisch, weil der Gegner die Füße von einem zuerst sieht. Na genau, das hatte ich schon in der vorigen Folge gesagt, dass das identisch ist mit das... Ach ja, hier haben wir eine Luger Artillerie. Kriege ich vielleicht gleich auch mal eine... Achso, es ist keine legitime Kiste. Aber wie heißt denn das Ding noch? Eine Borchardt-Pistole. Ich hätte gerne eine Borchardt-Pistole. Ich weiß gar nicht, ob es die im Spiel überhaupt gibt. Und wir haben ein... Mauser Selbstlader 1916. Mauser, genau, Luger ist der mit den wenigen Kugeln drin. Der wäre auf den Luftschiffen etwas realistischer gewesen. Was wir hier haben, ist, das, was wir jetzt haben, ist einfach eine längere P08 mit dem berühmten Kniegelenkverschluss. Das Ganze ist, leer und zum anderen auch ein bisschen schwierig zu bewerten, denn alles, was die Größe von einer Maschinenpistole hat, eine Pistolenpatrone verschießt, aber trotzdem nicht vollautomatisch ist, nennt man in dem Buch Infanteriewaffen heute wird sowas immer als Maschinenkarabiner bezeichnet, aber Maschinenkarabiner hat auch eine andere Bedeutung, und zwar Maschinenkarabiner bzw. Maschinenkarabiner Walter und Maschinenkarabiner Hähnel sind ja die Vorgänger des Sturmgewehrs 44, also Maschinenkarabiner kann sowohl beides sein. Also den Begriff gibt es doppelt. So,
wo muss ich eigentlich hin? Jetzt bin ich ja irgendwie komplett einmal durch die Festung durch oder so. Premium. Also Matzen gefällt mir teilweise am besten bis jetzt. Also von den Waffen her, von der Leistung ist das super. Obwohl natürlich ein echtes Matzen wäre ein wenig zu schwer. Na, jetzt kann ich dem hier direkt auf sein... Ich glaube, das ist ein Wechselapparat, oder? Ja! Hier ist noch einer von den Typen. Okay, wo ist der? War doch hier, oder? Oder habe ich den nicht ganz ausgeschaltet? Ah, Bunkerfenster. Kann man ja mal durchgucken. So. Matzen fast leer. Oh, Waffenkiste. Oh, verdammt. Krieg ich die auf? Krieg ich die rechtzeitig auf? Ah, ein weiteres Matzen. So, schnell da rein. Boah, auf die Sekunde. Hart, okay. Wie unterscheidet sich das jetzt von dem, was ich habe? Oh, und der Juggernaut. Ist wahrscheinlich nicht so intelligent. Sorgt dafür. Oh, ich werfe relativ wenig Granaten, fällt mir gerade auf. Eins, zwei. Ah, ich habe den getroffen. Ich habe den die Granate. Also, ich habe den mit der physischen Granate getroffen, nicht nur mit den Splittern da. Oh! Und die kommen natürlich genau auf die gleiche Idee. So. Wie sieht's aus? Es wird gerade knapp von der Zeit. Ich ziehe mich mal kurz hier zurück und sag, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Und es geht weiter. Wir sind jetzt immer noch hier dabei, eine Festung einzunehmen und hoffen auf... Ja, schon wieder so ein... Ich finde Juggernauts nervt. Ich finde Juggernauts sind mega unrealistisch und nerven. Hey, wieso halten alles? Okay, ich bin wieder halb tot. Deswegen halt alles. Okay, ich habe einen Sturmgriff vorne dran. Das ist natürlich... Okay, den habe ich zerlegt. Das ist ein Gewehr, an dem ich jetzt nicht so Interesse habe. Oh, das ist wieder so ein Artillerie-Ding. Ja, okay, das können wir uns natürlich mal geben. Ich frage mich eigentlich, warum es... Ich bin mir relativ sicher, dass es... nie eine bedeutende vollautomatische Version von der Luger-Pistole gab. Und ich frage mich eigentlich gerade, warum das so ist, denn als Stiftfeuerpistole, okay, hier ist ein MG. Weile ertrug ich den Anblick der Leichen nicht mehr. Er musste es zur Festung geschafft haben. Okay, ist das auch ein Vickers? Das sieht irgendwie... Ja, merkwürdig. Hier sehe ich die Rillen, aber wenn ich dran gehe, sehe ich die Rillen nicht, aber ich glaube, das liegt daran, dass ich hier auf den niedrigsten Textureinstellungen spiele. Und nicht daran, dass das... Oh, hier ist es ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich muss wieder runter. So, war ich stehen geblieben, genau mit der Luger. Ich frage mich, warum die Luger nie als Reihenfeuerpistole, ist ja der richtige Begriff dafür, eingesetzt wurde, also gebaut wurde. Obwohl sie eigentlich als Stiftfeuerpistole dafür prädestiniert ist. Ja, das sieht da böse aus. Aufgegeben und hoffte, Matteo wäre vielleicht doch noch entkommen. Doch dann... Nein! Nein! Hörst du mich? Hörst du mich? Dürfte nicht altern. Und ich bin noch da. Zentralkomposition aus der Vogelperspektive. Wer entscheidet sowas? Das sind ja teilweise echt nette Geschichten, aber das Spiel hätte sich mehr Zeit nehmen müssen, diese zu erzählen.
Da habe ich jetzt sehr viele neue Länder entstanden. Ja, sehr viele sogar. Ich glaube, es sind 15 oder 16 Stück, habe ich irgendwann mal gelesen. Ja, könnte ich abzählen. Hab ich aber jetzt keine Lust drauf. Codex-Eintrag und das scheint es wirklich gewesen zu sein für diese Kampagne und ich sehe gerade in OBS, das sind nur 3 Minuten, ach, die kann ich auch an die alte Folge noch dran schneiden und ja, dann würde ich sagen, dann war es das für dieses Video, okay, Codex-Einträge, ein paar, waren das nur 2 Missionen? Jo, Tatsache, das waren nur 2 Missionen lang. Im nächsten Block kommt dann der Meldegänger. Aber dann war es das für dieses Video. Dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren und hier einen anderen Kanal abonnieren. Und dann geht es hier zum letzten Video und hier zum vorletzten Video. Dann bedanke ich mich recht herzlich für's Zugucken und sage bis dann.